Du musst natürlich mich immer nachmachen, ne? Nee, du machst mich nach. Ich hatte es vorher angesprochen. Ja, ist klar. Wow. Ich hab's übrigens gefunden. Was denn? Seine Siege und seine Niederlagen. Ah, genau. Es geht natürlich mit Brock Lesnar weiter. Also du wirst sehr enttäuscht sein, wenn ich das jetzt sage, glaube ich. Wieso? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Siege, 3 Niederlagen. Ja, aber ich überleg mal. Er hat nur 5 Siege gehabt und davon war einer, mindestens einer ein Champions-Sieg, ne? Wo er doch den Gürtel gewonnen hat. Also hier, wow. Heath Herring hatte einstimmiger Punktesieg. Moment, das sieht aus wie bei dir auf dem Klo, wenn du Fettchen geschissen hast. Lass die Fresse. Randy Couture, TKO, Frank Mir, TKO, Shane Carvin, Aufgabe durch Arm Triangle. Das ist wahrscheinlich irgendein Griff, ne? Ja, so, wo du so den, die Hand im Dreieck hältst. Dann gegen Min So Kim, Aufgabe durch Strikes. Die Niederlagen ist gegen Frank Mir durch Niba, ist auch wieder so ein Griff, ne? Kniba ist wie bei, hast du gesehen, wo er den Arm so streckt? Das geht auch mit dem Knie. Ach so, ja. Okay, das geht auch, weiß. Das ist das gleiche nur mit dem Knie. Also gleiches Prinzip. Und dann... Hey, guck mal, da bin ich! Hallo! Zweimal TKO gegen Alistair Overeem und Kane Valkes, oder wie der Bastard da heißt. Aber was ich irgendwie scheiße finde, ist, hat sich der Fettsack auf dem Klo selbst erschossen? Aber was scheiße finde, ist irgendwie... Der Penis ist geplatzt. Oder so. Was scheiße finde, ist echt, wenn die Schiri das abbrechen. Ja, du Otto, du musst mal so überlegen, ne? Die Schiris retten da Leben, würde ich mal sagen. Nee, finde ich nicht. Ey, wenn die da nicht einschreiten würden, manche sind da so in Rage, die würden denjenigen totschlagen, ey. Nee, ich finde also entweder der geht K.O. oder der gibt von alleine auf. Aber ich erinnere nur daran, was wir gesehen haben auf der Blu-ray zum Beispiel. Nehmen wir mal an, der eine Typ, der aus dem Kopf blutet, ne? Du hast gesehen, wie viel Blut das ist, ne? Also an der Stirn, das habe ich ja schon gesagt, an der Stirn, da blutet es echt wie Sau. Ja, ey, aber das ist doch nicht normal, Alter. So viel Blut, wie der nicht umgefallen ist vor Verblutung oder nee, so. Nee, das ist so. Das ist wirklich, das ist so ein, das machen wir beim Wrestling auf. Hier an der, kann ja jeder mal zu Hause, naja, nicht. Jeder mal ausprobieren. Ja, aber jeder mal zu Hause quasi sich an die Stirn fassen. Nee, jetzt ernsthaft, kann ich mal jeder an die Stirn fassen, dann merkt er, dass da wirklich dünne Haut ist. Okay, bei mir ist es ein bisschen fetter, hahaha. Aber es ist wirklich normalerweise eine richtig dünne Haut. Und wenn man da so ein klitzekleinen Schnitt reinmacht, kann jeder mal zu Hause machen. Das ist wirklich ungefährlich. Es blutet nur wie Sau, machen eine Sauerei. Wirklich so einen ganz kleinen Schnitt, ganz klein, so klein es nur geht quasi. Okay, vielleicht ein bisschen größer als ein Millimeter oder so. Sagen wir mal so ein 2 cm Schnitt macht und dann blutet ihr wie Sau. Okay, wenn ihr dann das abstillt, mal ein bisschen, na, wie man normalerweise mal sich irgendwo geschnitten hat. Es muss nicht mal genäht werden. Das ist ja das Tolle. Es muss nicht mal genäht werden. Und es verheilt normal. Gibt meistens auch keine Narbe. Also nehmt euch am besten einfach ein Teppichmesser aus Papas Werkzeugkasten, ja, und schneidet euch ein kleines Loch in die Stirn. Im Endeffekt sozusagen. Und dann einfach klatscht ihr Vaseline drauf und dann heilt das wieder. Ja, ohne Scheiß, wirklich, also, du kriegst nicht mal Narben von eigentlich, normalerweise. Kommt drauf an, wie doof du dich jetzt geschossen hast. Also, hast du überhaupt dahin gesehen bei dem Kampf, was da war? Ja schon, aber nee, ich meine nur, das machen die beim Wrestling. Das machen die beim Wrestling schon jahrelang. Also immer wenn du irgendeinen aus dem Kopf beim Wrestling bluten siehst, kannst du 100% davon ausgehen, dass er das gemacht hat. Dass irgendwo, wenn der Schiri nicht aufgepasst hat, es gibt ja auch einen Haufen Shots davon bei YouTube, wo die hier darauf hinweisen, dass der gerade sich irgendwie kurz zufälligerweise an den Kopf gepackt, dann in der nächsten Sekunde am Bluten war wie ein Schwein, dass die das gemacht haben. Die, das ist das Einzige, was, das ist wirklich dieser eine Trick, den die anwenden. Ah, kein Bock wieder nachzugucken. Mach mal wieder, wenn du einen PC hast, obwohl bis dahin haben wir das bestimmt schon fertig. Wollte ich gerade sagen, es wird ein bisschen noch dauern. Ist egal. Vielleicht verkaufe ich ja dann mein Tablet und mein PC auf einmal. Mein Laptop, wenn der wieder ganz ist. Ja, wie ist ja für deinen Laptop, muss eigentlich nur hier irgendwie wieder ein Betriebssystem draufpacken. Also ich meine, das war jetzt kein mieser Laptop, der hatte glaube ich auch i5 und aber kauf dir wie gesagt einfach irgendwie Windows XP oder sowas, ja, und pack's drauf und der funktioniert wieder einwandfrei. Ja, aber ich will auf jeden Fall auch so einen Rechner haben, damit ich viel mehr machen kann. Ja, sag ja nichts gegen, aber ich meine nur, damit du den weiterverkaufen kannst. Was ist das, Investition von 50 Euro oder so? Ja, mein Vater hat ja diese Version zu Hause, ich muss mal danach fragen. Oder dein Vater packt sie ihm drauf, ist auch egal. Ja, der macht das schon irgendwie.
So, irgendeine Tür? Nein, Sektor A, nein, nein. Ich glaube, hier ist ein neuer Endboss, war ja auf jeden Fall nach dieser Dingens da drauf. Also diese eine Tabelle, wo ich im letzten Part erzählt habe, dass ein Abonnent die geschickt hat. Achso, ja. Hier kommt auf jeden Fall so ein Boss, glaube ich. Es war, der sah so ein bisschen aus. Hast du schon mal Warhammer gespielt? Nein, ja, dieses 40.000, da. Warhammer 40k, genau. Ja, ich habe ein bisschen angespielt, aber das hat mir jetzt nicht so gefallen. Kannst du dich vielleicht an die Necrons erinnern? Also ich sage dir, ich habe eine Minute gespielt oder so. Achso, okay, gut. Da gab es ja diese Roboter-Soldaten, die du da spielen konntest, ne? Ja. Ui, warte kurz, kannst du ihn? Stabilizer on the portal just faced after Betruger took the device. It was an artifact we had found in the ruins. He took it into the portal, and hell followed him out. You have to help me first. I'm going to try to get the teleporter systems running. No, no. The areas are destroyed around us, so it's the only way through this. I don't have much time. Ich glaube, ich kann's nicht. Quickly. Geh mal von Entfernung, versuchen ins Gesicht zu schießen. Ob das nicht geht. Sag ich doch. Oh. Nicht, dass wir den noch gebraucht haben für irgendwas, ne? Ich glaube, das können wir alles. Das können wir alleine. Ich habe einfach auf Download PDA geklickt. Ja, vielleicht hätte ich vorher speichern sollen, aber egal. Ach, den brauchen wir sowieso nicht. Wir sind Gott. Nee, bestimmt nicht. Also Gott-Modus sind wir. Wir sind nicht so, Gott. Chamber One. Ich wollte jetzt nicht den Allmächtigen in den Dreck ziehen. Hör auf, über Chuck Norris schlecht zu reden. Ach, weißt du, was ich Lustiges entdeckt habe? Dein Penis? Nein, das ist nicht lustig. Das ist neben deinem, ist deiner, neben, ja, du weißt, was ich meine. Nein. Deiner ist neben meinem sehr lustig. So, jetzt habe ich's. Ich habe ja, wie gesagt, Devil May Cry gespielt, den ersten Teil, und man kriegt irgendwann diese Feuerhandschuhe, Ifrit, und man kann kämpfen. Ne? Und man kann tatsächlich einen Roundhouse-Kick ausführen. Und der heißt auch so. Ja, nein. Okay, da also nicht nur Chuck Norris kann ihn, sogar Dante kann ihn. Übrigens, sehr schönes Spiel. Könnte dir echt gut gefallen. Dante, das Inferno? Nein, Devil May Cry 1. Nee, also der erste, finde ich, hat schon... Mal getoppt, war nicht so mein Ding. Also ich finde, das hat sehr viel Charme. Ist übrigens auch von Capcom, deine Lieblingsfirma. Bloß weil die gute Spiele machen, heißt das, dass die nicht, dass die... Von was das nochmal Silent Hill ist? Konami, ne? Ich glaube Konami, ja. Toll, ich glaube, wir hätten den nicht umbringen müssen. Ja, super, du Vollpfosten. Du hast doch gesagt, wir bringen ihn um, ich bin lustig. Und starte das Kapitel einfach neu. Nein. Niemals. Aber es kann eigentlich gar nicht sein, als ob dieser hohe Bock irgendwas zu sagen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte was zu sagen. Was hat er denn hier gesagt? Ich kann die Katze mir leider nicht hören. Sag mal, hast du so eine Halle? Verpiss dich, du Vogel. Ich hab nicht zugehört. Beißt er mir in den Zeh rein? Ich glaube, ich spinne. Warte, ich guck mal hier in seine PDA-Dinger. Brian Kerr Romora? Keine Ahnung. Ach so, nee, Entschuldigung. Ich dachte, so hießen wir. Ja, ich hab's dann auch gesehen. Spasti. You in a CDN. Ich weiß gar nicht, wie wir heißen. Wir sind irgendwie Neuling oder so. Greenhorn heißen wir, ne? Okay, warte, ich guck nochmal. Vielleicht hab ich irgendwas übersehen, aber... Alter, was ist dein Problem, Katze? Bist du irgendwie hyperaktiv oder so? Ach so, jetzt raff ich's. Haha. Haha. Du bist so dumm. Oh, Katzen sind so blöd, Alter. Die sind echt mit dir verwandt, glaube ich. Deine Mutter ist mit dir verwandt. Ja, stell dir mal vor. Unable to lock on destination. Plasma conduit error. Replace before proceeding. Okay, was soll ich denn überhaupt ersetzen? Habe ich erwähnt, dass ich diese Blu-ray-Box gekauft habe, die UFC? Ich Schwein. Ich hätte gedacht, du hättest sie geschenkt bekommen. Nein. Soweit bin ich noch nicht.
Übrigens sehr teuer, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Okay, wie zur Hölle kommen wir jetzt darüber? Jetpack. Eigentlich mit dem Ding, aber das Ding will irgendwie nicht funktionieren. Ich glaube, es liegt daran, dass wir den Kerl da getötet haben. Ja, warum bringst du ihn noch rum, du Idiot? Ja, was weiß ich, dass er was zu sagen hat. Ja, damit hat keiner gerechnet. Nö, bring ihn um, bring ihn um. Ja, ich dachte, das geht nicht, Mann. Ja, was soll ich das denn wissen, ey? Ich meine, dass es jetzt nichts mit dem zu tun hat, ne? Dann spuck ich dich an. Mann, verpiss dich, Katze, Alter. Willst du Katze am Spieß? Verkaufe ich dir billig. Du willst deiner Katze Katze am Spieß verkaufen? Nein, dir. Schicke ich dir die per DHL-Paket. Ich weiß noch nicht, ob die noch lebt, wenn die ankommt. Ob die wo ankommt? Ob die noch lebt, wenn die bei dir ankommt. Aber DHL ist ja eigentlich schnell, also könnte das Jimmy das schaffen. Ja, komm, er spart dir den Scheiß. Ach so. Ich kann das nicht wegklicken. Guck, siehst du, sieht dein Badezimmer wirklich aus. Das erinnert mich ein bisschen an, wie heißt der Film nochmal? Don't be afraid of the dark, wenn du den kennst. Alone in the dark? Nein, Don't be afraid of the dark ist so ein etwas neuerer Film. Kenn ich nicht. Ja, ist auch nicht. Also was heißt nicht so toll? Es geht. Ach komm, spar ich mir diese Badezimmerkacke. Boah. Ich war sehr begeistert von... Ah, wie hieß das denn nochmal mit den Puppen da? Dead Silence, Deadly Silence von den Machern von Saw, sagt ihr das was? Ach ja, ja. Also der war eigentlich echt fett, den habe ich gestern oder vorgestern geguckt, der war schon echt krass. Give all. Nix funktioniert, glaube ich. Doch. Also habe ich mir schon ein bisschen in die Hosen gemacht. Du doch immer ein bisschen in die Hosen. Ja, aber da extrem. Also muss ich direkt zwei Windeln anziehen, weil so viel gekommen ist. Also da mehr als sonst. Okay. Was ja. War das, wie ist der Film jetzt nochmal? Jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Deadly Silence, Dead Silence, eins von den beiden. Ich glaube Dead Silence. Irgend so eine alte Verrückte, die Zungen ausreißt oder so. Und die sammelt wohl Puppen. So war's. So tut sie so. Ich fand die Melodie auch, habe ich mich hier sehr erschrocken. Hast du dich diesmal erschrocken? Ui, ich ja, nicht. Weil ich gerade am Reden war. Ich guck voll fixiert auf den Bildschirm und auf einmal kommt so ein Riese, ey. Ja, willkommen in meinem Club. Weil er so um die Ecke gestürmt kam, wie so ein Irrer. Wo war ich? Also es war irgendeine Frau. Also was heißt irgendeine Frau? Die war Bauchrednerin. Und die haben sowohl die Zunge abgeschnitten, weil die, glaube ich, Kinder entführt hat oder sowas. Ich bin, also bevor ich jetzt hier was Falsches sage, könnt ihr mich ja verbessern, aber ich meine irgendwie so war das. Und der Geist von der lebt dann natürlich weiter, wie das immer so ist, und will an allen Rache nehmen. Und was sonst? Genau, und das geht dann halt in den Puppen. Und die Hauptperson ist irgendein Typ und der kriegt dann die Puppe vor seiner Haustür geschickt per Post, bla bla bla. Und dann geht's voll ab und das Ende ist aus total krank. Aus Versehen, also, oder war das schon extra? Nee, das war gewollt. Der Vater, also der, die, also ich will jetzt hier nicht übel spoilern, aber die Freundin vom Vater hat wohl damit was zu tun und das Ende ist sowas von abgefahren. Also wenn man, das ist ein echter, richtig, richtig geiler Film, den ich seit langem gesehen habe. Also ich war sehr überzeugt. Und er sagt nicht viel, er ist schon überzeugt davon, dass sein Licht zu Hause angeht. Oh mein Gott, das Licht geht an. So, stimmt, die Cutscene können wir nicht überspringen, oder doch? Nein, leider nicht. Wir können die ja neu synchronisieren. Ja, ich habe einen kleinen Pimmel und ja, ich hätte ihn gern größer. Ja, und er ist so klein. Ich würde gern, dass er... Kann ich so groß wie deine Wumme stecken? Ist. Bitte, in dein Popo. Das würde mich sehr glücklich machen. Meine Lunge sieht so aus, weil ich Pimmel in meine Lunge aufnehme. Ja, das ist so krank. Bitte, hilf mir. Meine Lunge soll wieder normal sein. So, diesmal erschießen wir ihn nicht. Hau dir mal mit der Taschenlampe. Warte mal. Warte. Power-up der Teleporter. Operation Sector Server. Siehst du, hat nichts mit diesem Hurenbock zu tun, Alter. Doch.
Was doch? Puh, Missgeburt. Außer, wegen dir hab ich neu geladen. Außer du musst jetzt darüber fliegen, warte mal, vielleicht. Nein, ich glaube, ich muss das irgendwo anders herkriegen, warte. Was zu. Every day I'm shuffling. Boah, das war doch richtig. Siehst du, wir müssen noch hier lang, ja, stimmt. Fuck, jetzt hab ich den verfickten. Fuck, jetzt hab ich den Spaß hier umsonst hier. Starr mich nicht an. Das ist deine Schuld. Dann stech ich dir die Augen raus. Verdammte Missgeburt, Mann, Tochter. Du auch, du billiger Bastard, was stirbst du auch so? Mini-Rock-Safari-Zeit. When a man. Ich möchte gern Skeletor. Was? Ich möchte gern Skeletor. Skeletor. Undisputed Champion. Ach, ich hab The Darkness 2 übrigens durch. Ich fand's gar nicht so schlecht, wie du gesagt hast. Also es war okay. Ich gebe eine gute 3. Ich fand es nicht so der Hammer. Also wie gesagt, ich hab den ersten Teil nicht gespielt. Ich auch nicht. Ja. Also so schlecht war es doch gar nicht. Das Einzige, was mich gestört hat, war ein bisschen diese Comic-Grafik, aber ansonsten war es okay. Ach, die ging. Und halt dieser Zusammenhang von Gangster und Mafia und Dämonen, das ist schon eine komische Kombination, aber... Und daher kam der. Boah, kannst du mal leise essen, ey? Lass doch das arme Mädchen in Ruhe. Ich hasse sie, ich will sie töten. Das ist bloß, weil sie ihn größer haben, was als du. Nein. Ah, ein Verrückter. Schade, nicht ins Gesicht schießen dürfen. Wie heißt denn der gute Freund? Anthony? Zufällig Anthony Hopkins? Antkopf Christian. So. Falls ihr einen Antkopf Christian kennt, wisst ihr, dass er behindert ist. Okay, wer ist der hier? Oh, ein Fettsack. Kian Jerry. Aha, ich dachte, das ist weh, du weißt Michael, du Bastard. Was soll denn das sein, eine Klapsmühle oder was? Hui! Guck mal, ein Lichtstrahl. Wo ist er hin? Na toll, jetzt muss ich genau in die andere Richtung, ne? Und wetten, jetzt gehen all die Türen auf? Ich wette nein. Oh. Wahrscheinlich, wenn ich wiederkomme. Wow, toll, dann hast du 2 Gegner. Nein, da waren noch ein paar hier. Da waren manchmal doch gar keiner drin, du Spacken. Deine Mutter war da drin. Macht mir voll Angst. Dann ist der Endboss hier. Ja, da kann ich leider nichts mehr zu sagen. Also mich so sehr abgedisst gerade. Soll man schon gegen Endboss anrichten? Ja. Schlechter Zombie aus Resident Evil, die Verarsche. Pff, der frisst den anderen, der ist noch am Leben. Vielleicht wollte er sich mal kurz anfressen lassen und hätte dann die Rollen getauscht. Hm, knabber mich an. Nützlich. Biolabs. Also ich muss sagen, ganz im Ernst, ich bin froh, wenn wir das Spiel zu Ende haben. Ja, das ist irgendwie voll behindert. Ich weiß nicht, also das einzigste Spiel, was geschafft hat, auf einer Raumstation Atmosphäre zu schaffen, ist einfach Dead Space. Ja, das ist einfach nur... Vor allem ohne, dass es die ganze Zeit so dunkel ist, ne? Ja, und es ist auch viel, ich weiß nicht, also weißt hier, finde ich, fühlst du mit dem Typen überhaupt nicht mit. Und bei ja, Dead Space, ey, warst du irgendwie, als wärst du selber auf der Station. Also mich hat es auf jeden Fall extrem gepackt. Ja, ich fand es auch ein bisschen besser. Also ich habe es jetzt nur ein bisschen angezockt, aber keine Ahnung. Wie gesagt, die mussten jetzt irgendwie die halbe Zeit dunkel haben und flickernde Lichter, damit die ein bisschen die hier Gruselatmosphäre haben. Welchen Teil hast du denn gespielt? Den ersten? Ich habe beide angezockt. Ja, weil den zweiten kann ich, also was heißt, den zweiten kann ich ans Herz legen. Der erste war auch mega geil, aber der zweite ist wirklich... Ja, der erste führt ja zum zweiten, ne? Ja, man kommt, also auf dem zweiten, im zweiten Teil kommt man am Ende nochmal auf die erste Raumstation, also auf die Ishimura heißt das, glaube ich, wo man im ersten Teil ist. Ja, klar.
Und die ist dann komplett abgesperrt und boah, nicht so schlecht erschreckt. Sind aber wieder mega Viecher. Ich hab erwartet, dass vor allem diese Viecher wieder da sind. Vielleicht sind das die aus deinem Ding da. Erinnerst du dich an diese Szene vielleicht? Sieht ein bisschen aus wie bei Dead Space, oder? Wo der... Achso, stimmt, hast du recht. Wo dieses Quallenvieh da rumfliegt und du erfährst, wie diese Jabba-Dinger in dein Gesicht kommen. Weißt du noch? Ja, ich weiß. Das ist schon ziemlich ähnlich. Wieso haben denke ich diese Dinger hier im Kühlfach? Auf das Vorrat. Ist zum Beispiel doch auch bei Dead Space. Da sind auch zwei Stück in so einem Ding. Und so der genau eine kann sich immer wieder regenerieren. So genau habe ich nicht drauf geachtet, aber... Du bist ja auch ein Noob. Nee, ich habe das nicht lang gezockt, deswegen. Es kann aber auch sein, dass daran liegt, dass ich den zweiten Teil, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal durchgespielt habe und den ersten auch schon 2 oder 3 Mal. Weil ich das ja, so aber geil das fiel mir einfach gerade nur auf, weil so weit habe ich irgendwie noch gespielt, glaube ich. Beim ersten Teil muss er irgendwie bis zu so eine Station oder so, meine ich. Ne? Es ist auch online echt nice, wenn du es mal ausprobiert hast. Nee, habe ich leider nicht. Das gar nicht. Das kann ich mir ins Herz legen. Ich glaube, ich gucke jetzt gleich Scott Pilgrim. Das war echt unsere größte Enttäuschung seit langem, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Seine Freundin war enttäuschter als damals, wo sie Sex mit dir hatte. Spaß beiseite. Jetzt wird's ernst. Nee, aber das war mit Abstand, also hätte ich nicht erwartet. So eine große Enttäuschung kennt deine Freundin schon, hat deine Freundin schon eingeschränkt. Hätte die Fresse, du kleiner Pisser. Okay, das ist irgendwo ein Rätsel hier, aber ich... Hab kein IQ für ein Rätsel. Also okay, wir müssen es eh machen, weil ich da nicht mehr weiter kann, okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch das Rätsel schnell, worum geht's überhaupt? Sieht aus wie bei Saw. Ach, da ist das Ding. Kommt die auf einmal her? Hörst du schon die ganze Zeit so, und so, hey, what the fuck? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, 6 und... 8 fehlen und jetzt? Jetzt drückst du 6 und 8. Dann ist das Rätsel gelöst. Okay, jetzt drück ich mal 1 und jetzt? Komm, du musst das Rätsel lösen. Wo du bei mir warst, hast du auch wie ein Irrer die ganze Nacht Zau gespielt und alle Rätsel gelöst. Ja, Zau war es auch billig. So, aber geil, Alter. Dafür, dass alle sagen, dass das Spiel so kacke ist, so kacke fand ich das gar nicht. Vor allem, wenn man wirklich, wenn man ein Trophäenjäger ist, sollte man das Spiel spielen. Weil ich glaube, so viele Trophäen, wie ich innerhalb 10 Minuten oder so gekriegt habe, habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Oder? Okay, da ist ein Kopf drin und jetzt? Achso, du hast wieder erstaunlich gut zugehört. Ja, sorry, ich habe nur gesehen, dass da gerade ein Kopf drin ist, deswegen frage ich mich. Hier ist noch eine Box. Sag einfach ja. Ja. Jetzt drücke ich 8. Achso, jetzt kann ich die Box bei 8 reintun. Toll, aha. Jetzt wüsste ich aber gern, was das bringt, wenn dann immer noch die anderen... keine Ahnung. Ja, und jetzt? Ich raff das auch nicht wirklich. Vielleicht hätte es ja gereicht, wenn du eine Kette machst, aber das kann ja nicht sein. Ist aber steht denn da? Da steht doch noch nicht mal 8 jetzt, oder? Natürlich. Steht noch 1, ne? Ja, ich dachte, das ändert sich vielleicht. Hallo, wir sind auf einer modernen Raumstation, du kleiner Bastard. Ja, was weiß ich, Junge? Ja, frag mich. Das ist nicht die Ishimura. Ja, die Ishimura konnte das auch nicht. Außerdem sind bei der Ishimura einige andere Sachen schiefgelaufen. Und da sind die Monster nicht wegen einer religiösen Scheiße entstanden. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss, so ein Scheiß. Google dein Freund und Helfer. Ja, warte, ich probiere nochmal hier das aus und keine Ahnung. Wenn es auch nicht klappt, dann... ich meine, wir schneiden eh gleich, aber die Frage ist nur, ob wir das Rätsel in Anführungszeichen gelöst kriegen oder nicht.
Also ich will mich ja nicht einmischen, aber das, was du da machst, sieht ziemlich unintelligent aus. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was ich mache. Guck doch mal in irgendeiner PDA oder so. Ja, da steht, was steht da drin, bitte? Ja, was weiß ich, sonst steht da auch mal irgendein Scheiß. Ja, das steht schon vorher, das steht schon voraus, dass die Container 6 und 8 irgendwie fehlen oder was? Ja, vielleicht steht da ein Schlüssel, was für eine Reihenfolge die sein sollen. Da steht da drin. Mann, Junge, ey. So. Was für Brian Mauer. Da! Nee, doch nicht. Du Spasti. Ich hab mir irgendeine Zahl gelesen. Du bist nicht nur dumm, du bist auch noch richtig dumm. Und du bist oberdumm. Deine Mama ist oberdumm. Oberst Dummdödel. And I walk, walk 500. I would walk, du Spasti. Lern's doch mal. Ach, ich liebe das. Wie hab ich das vermisst, Alter? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, wir machen auf jeden Fall erstmal hier einen Cut und dann sehen wir weiter. Nächstes Mal weiter, what the fuck wir eigentlich machen müssen. Ich sag schon mal, bis dann vom Hausen. Tschüss!